Ja, und da sind wir wieder. Bei Buritas Cordis. So, jetzt, wo gehen wir jetzt rein? Der Wärter kommt gleich von seiner Patrouille zurück. Ich weiß nicht, wie ich ihn meine Anwesenheit im Gefängnis erklären sollte. Und für eine Befreiungsaktion ist zu wenig Zeit. Was ist hier? Die Luke ist mit einem... Da geht's in den Keller. Okay. Da geht's zu Sheltons Kommandozentrale. Ja, aber auch zu jeder Menge Wachen. Ah. Und an denen kommt nur vorbei, wer Pat Shelton heißt. Na, ganz toll. Und da ist er wieder. Moment mal. Der geht hinten rum. Und die Fußspuren gehen da rein. Hier kommt wohl eine der Wachen auf Patrouille vorbei. Und sollte sich mal wieder die Schuhe putzen. Hier rum. Was ist denn, wenn das gar nicht so schlecht war mit dem Fernseher, den wir hier auf das Rednerpult stellen? Ich stell den Fernseher mal hier ab. Denn die Bildröhre zeigt ja in den Gang. Soll ich den Fernseher einschalten oder mitnehmen? Einschalten, bitte. So, und jetzt schicken wir den nochmal. Na, komm schon. Na, Chef, alles klar? Muss ja. Wen bewachst du da eigentlich? Keine Ahnung. Die hat der Boss höchstpersönlich hier angeschleppt. Der Boss? Na, Pat Shelton. Ach so, und wer das ist, weißt du nicht? Nee, ich hab zwar das dumpfe Gefühl, dass ich die Kleine von irgendwoher kenne, aber eigentlich kann das ja nicht sein. Natürlich nicht. Kann ich mal kurz einen Blick auf die Gefangene werfen? Nee, der Boss hat gesagt, Sicherheitsstufe 1. Da darf keiner rein, außer ihm selbst und seinem Stellvertreter. Na los, komm schon, nur 5 Minuten. Sieht doch keiner. Nee, ich will meinen Job nicht schon wieder verlieren. Du sagtest, dass du deinen Job schon einmal verloren hast? Erinnere mich bloß nicht daran. Los, erzähl mal, wie kam das? Ich hatte den perfekten Job. Nicht zu viel zu tun und während der Arbeit konnte ich mich um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens kümmern. Die da wären? Fußball und Käsesuppe. Ah. Fußball und Käsesuppe? Ja, gibt's was Wichtigeres im Leben? Ah. Vermutlich nicht. Siehst du, ansonsten musste ich nur ab und zu auf ein paar Patienten aufpassen. Und wieso hast du den Job verloren? Blöde Geschichte. Eine Patientin ist mir abgehauen. Und als rauskam, dass ich während meiner Arbeit Fußball geschaut und Käsesuppe gegessen habe, wurde ich gefeuert. So eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. War's auch. Aber seitdem habe ich mir geschworen, nie wieder während der Arbeit Fußball zu schauen. Aber Käsesuppe geht schon noch, oder? Nur in Notfällen. Aha, also ist der Fernseher schon mal eine sehr gute Idee gewesen. Was ist denn das für ein seltsames Grab da im Hinterhof? Meinst du das von der Töle? Ja. Angeblich hat wohl der Blitz in die Hundehütte eingeschlagen, als Shelton mal wieder einen seiner Wutanfälle bekommen hat. Er brüllte was von Gottes Strafe und so, nur weil eine der Wachen 5 Minuten verschlafen hat. Ja und? Naja, die Wache schien das wohl völlig kalt zu lassen. Da rastete Shelton dann völlig aus und drohte mit ewiger Verdammnis. Plötzlich schlug direkt neben der Wache ein Blitz in die Hundehütte ein. Der Typ erlitt schwere Verbrennung und der Hund wurde lebendig gegrillt. Oh. Oh. Tja, seitdem dienen die Überreste der abgefackelten Hütte nebst Hundegrab als so eine Art Mahnmal. Und es wirkt auch. Mit Shelton möchte ich mich nicht anlegen. Seltsame Geschichte. War das mit dem Blitz nur ein Zufall, oder? Ja, war es. Meine Güte. Wird mal wieder Zeit für deinen Rundgang, oder? Du bist ja schlimmer als jeder Sklaventreiber. Ich denk nur an dein Wohlergehen. Ja, bin ja schon weg. Komm, zack, zack. So, und jetzt bleibt er nämlich da mit dem Dings, mit dem Bums stehen. Da das Fenster mit dem Fernseher. Die Wache ist hoffentlich noch ein Weilchen mit dem Fußballspiel beschäftigt. Ja. Ich werde die Zeit mal nutzen. Ja. und nu? Zahlenfeld. Man könnte den Gestank vielleicht als Waffe einsetzen. Aber ich wäre wohl der Erste, der davon umkippt. Also lasse ich das Zeug, wo es ist. Ach. Die macht einen extrem stabilen Eindruck. Nicht aus Edelstahl und auch nicht rostfrei, aber dennoch sehr effektiv. Okay. Hier ist ein Zahlenfeld.
Ich vermute mal, dass sich die Zellentür öffnet, wenn man den richtigen Code eingibt. Ach, ganz toll. Woher soll ich die wissen? Sieht aus wie ein Alarmknopf. Ah, ja. Dann haben wir den Ofen. Wie Goethe es schon so trefflich formulierte, der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich auch endlich Taten sehen. Ach, der will noch nicht mal mit ihr quatschen, okay. Ja. Aha. Und nü? Und nü, I know. Da kann man nicht die rein. Die Luke ist mit einem schweren Vorhängeschloss gesichert. Die bekomme ich nicht auf. Ja, da kann man nicht rein und da ist die Wache. Ja, toll. Wat nü? Der Wärter ist durch den Fernseher wunderbar abgelenkt. Ich sollte ihn nicht stören, sonst kommt er noch auf dumme Gedanken und kehrt an seinen Platz vor dem Gefängnis zurück. Ah, okay. Tja, Freunde, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht. Ich würde vorschlagen, ich schaue mich hier ein wenig um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, da sind wir wieder. Diese Schnitzereien. Ja, sie waren mir von Anfang an suspekt. Und siehe da. Machen wir mal ein Foto von den eingeritzten Kritzeleien. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Genau. Er kann sie nicht entziffern. Sie sind aber wichtig. Also, was machen wir? Wir machen ein Sofortbild. Gehen ins Gefängnis und zeigen das Foto Nina. Nina, schau dir bitte mal dieses Foto an. Weißt du, was die Zeichen auf dem Foto bedeuten? Was für Zeichen? Ich kann nichts erkennen. Ist viel zu dunkel hier. Mist. Ja, da kann ich auch Abhilfe schaffen, nämlich mit dem... Game Girl. Der hat ja ein hell leuchtendes Display. Gute Idee. Damit kann ich das Foto beleuchten, damit man es im Dunkeln besser sehen kann. Genau. Nina, kannst du die Zeichen erkennen, die in die Bank eingeritzt sind? Zeichen? Das ist Russisch. Ja klar, meine ich ja. Und? Was steht da? Schneewittchen, Fußball und der Teufel. Schneewittchen, Fußball und der Teufel? Steht hier. Und was soll das bedeuten? Keine Ahnung, vielleicht ist es eine Art Eselsbrücke, um sich etwas besser merken zu können. Ja, könnte sein. Ja, Freunde. Wie und was? Das zeige ich euch. Natürlich, da steht jetzt die Wache und der sieht uns nicht. Der passende Hinweis ist hier. Rotkäppchen und der böse Wolf. Hänsel und Gretel, Schneewittchen und die sieben Zwerge, 666, die Zahl des Teufels und ihre Bedeutung in der Mathematik, die sieben Todsünden und die 150 besten Mikrowellengerichte. ansonsten... Ein Stapel Fußballzeitschriften mit dem vielsagenden Titel 11 Freunde müsst ihr sein. Genau. Und wenn man sich das alles zusammenreimt, hat man den Code. Und zwar. Hier ist ein Zahlenfeld. Ich vermute mal, dass sich die Zellentür öffnet, wenn man den richtigen Code eingibt. So, also. Die folgende Eselsbrücke, also die Eselsbrücke kommt wie folgt zustande. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Sieben? 11 Freunde müsst ihr sein. Eins, eins. Und die Zahl 666. Das Teufelsbuch. 6, 6, 6. Mal sehen, ob der Code stimmt. Natürlich. O edle Prinzessin, ich bin gekommen, euch aus den Klauen des bösen Drachen zu retten. Max! Oh, du mein Held. Schnell, bind mich los. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Sie nicht. Raus? Ja, raus. Oder wolltest du noch zum Kaffee bleiben? Ich gehe hier nicht raus. Du hast doch gehört, was Shelton vorhat. Ja, hab ich. Aber was sollen wir machen? Shelton sitzt in seinem Turm und da wimmelt es nur so von Wachen. Die werden wir zu zweit wohl kaum mit einem einfachen Bu verjagen können. Oh. Dann müssen wir uns eben was anderes einfallen lassen. Nina, das ist Selbstmord. Mein Vater ist bei der UN-Vollversammlung in New York. Okay, das ändert die Situation natürlich grundlegend. Ist zwar immer noch Selbstmord, aber lass es uns versuchen. Erstmal müssen wir hier raus, bevor die Wache zurückkommt. Die Fußfesseln. Die Fußfesseln.
Warte hier. Ohne Kutte kannst du nicht auf den Hof und selbst mit der Kutte würde man deinen knackigen Hintern sofort wiedererkennen. Max! Hier laufen nur Männer rum. Wenn man dich anspricht und du antworten musst, fliegt deine Tarnung auf. Also soll ich hier stehen bleiben und Däumchen drehen? Ich lass mir was einfallen, aber bis dahin bleibst du hier, okay? Ja, aber beeil dich damit. Wir müssen so schnell wie möglich in den Turm und die Sprengung dieses Vulkans verhindern. Ja. und vor allen Dingen, da stand die Wache und hat Fernsehen geschaut. Und wir stehen jetzt direkt dahinter. Das finde ich ein bisschen komisch, aber naja. Der funktioniert nicht mehr. Und ich bin kein Taucher, der unbedingt Ballast mit sich rumschleppen muss. Dann eben nicht. Aber wir können Nina ein wenig helfen, nämlich mit einem Sack. Nina in den Sack, Nina, Sack, Sack. Das wird dir vielleicht auf den ersten Blick nicht gefallen, aber ich habe eine Idee. Was willst du mit dem Sack? Du glaubst doch nicht im Ernst. Im Gegensatz zu dir bin ich prima verkleidet. Aber was machen wir, wenn hier jemand reinkommt und dich sieht? Ich weiß nicht, aber ich weiß mit Sicherheit, dass ich nicht in diesen Sack krabbeln werde. Wir könnten einfach von hier verschwinden, aber du willst doch deinen Vater retten, oder? Also müssen wir alles tun, um den Plan dieses kranken Typen zu vereiteln. Und damit uns das gelingt, ist es nun mal unabdinglich, dass sie uns nicht erwischen. Aber... Hast du eine bessere Idee? Nein, aber... Gut, dann rein mit dir, bevor es zu spät ist und sie dich entdecken. Husch, husch. Das ist nicht geil. Nina im Sack. Ich habe den Sack im Lagerraum stehen lassen. Ist sicherer für Nina und schont meinen Rücken. Im Falle eines Falles weiß ich ja, wo ich den Sack finden kann. Oh, ist es nicht herrlich. Wenn wir jetzt rausgehen, haben wir Folgendes. Großartig. Der Wärter befindet sich wieder vor dem Gefängnis. Und vor dem Eingang zum Turm ist jetzt auch noch eine Wache. Macht es nicht gerade einfacher, in die Kommandozentrale zu gelangen. Aber angeblich wächst man ja mit seinen Aufgaben. Ja, er hier ist jetzt ganz depressiv. Was ist los mit dir? Du jammerst ja schlimmer als alle russischen Waschweiber zusammen. Warum muss sowas immer nur mir passieren? Was ist denn los? Okay, ich sag's dir, aber verrat's bloß keinem. Keine Sorge, erzähl schon. Mir ist die Gefangene abgehauen. Ach du Scheiße. Ja, schon wieder. Schon wieder? Ja, das ist mir schon mal passiert. Damals in meiner Heimat. Das ist natürlich ärgerlich. Ärgerlich? Das ist mein Ende. Wer stellt denn einen Gefängniswärter ein, dem ständig die Gefangenen ausbüchsen? Genau. Mein erster Job war absolut perfekt. Das Gebäude war sicher und ich hatte den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als Fußball zu gucken und Käsesuppe zu essen. Es war das Paradies auf Erden. Und dann kam Eva. Eva? Nee, die hieß, glaube ich, Nina oder so. Keine Ahnung, wie die damals ausgebrochen ist. Und jetzt bekomme ich hier eine neue Chance und dann sowas. Und als die Tussi hier eingebuchtet wurde, habe ich mir noch gedacht, Spivak, habe ich mir gedacht, die Kleine sieht der Gefangenen von damals so ähnlich. Pass bloß auf, dass die dir nicht auch noch abhaut. Tja, ja. Geschichte wiederholt sich eben doch. Das war eigentlich nicht Nina, sondern Sam, aber naja. Kann ich mal kurz ins Gefängnis? Und dann? Vielleicht hast du was übersehen. Hab ich nicht. Komm schon, lass mich halt mal kurz vorbei. Nein, ich bleib hier sitzen und jammer ein bisschen vor mich hin. Na, großartig. Hast du immer noch keine Ahnung, wo die Gefangene abgeblieben ist? Nein, seit ich den Job hier angenommen habe, versuche ich nie mehr während der Arbeit Fußball zu schauen. Aber dann stand da plötzlich dieser Fernseher und es lief ein Pokalspiel zwischen... Na egal, jetzt ist eh alles aus. Beruhig dich erstmal wieder, wir werden schon eine Lösung finden. Wie wär's mit etwas Fußball? Schon versucht, aber die Batterien des Fernsehers sind leer und Käsesuppe habe ich auch keine. Ja, manchmal ist das Leben echt grausam. Allerdings. Ich mach mich mal auf die Suche nach der Ausreißerin. Ich glaub's zwar nicht... Aber vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Okay, reden wir mal mit der Wache hier. Vielleicht kann der uns mehr sagen. Hallo, schönes Wetter heute. Schönes Wetter? Das fängt hier gleich richtig an zu schütten. Mag sein, aber bedenke, dass der Regen genauso Gottes Geschenk ist wie der Sonnenschein. Er lässt die Pflanzen wachsen und spendet dem Durstigen Wasser. Stimmt, du hast recht. Gehörst du zu uns? Ich dachte, du wärst nur eine von diesen stumpfsinnigen Wachen.
Wenn ich mich jetzt als Mitglied von Puritas Cordis ausgebe, dann wird das vermutlich recht schnell auffallen. Oder? Wäre es den Versuch wert? Ich taste mich mal langsam vor. Sollte es nicht eigentlich egal sein, ob ich zu Puritas Cordis gehöre oder nur eine Wache bin? Das, was uns Menschen vereint, sind doch Reinheit des Herzens und ein fester Glaube. Weise gesprochen, Bruder. Aber jetzt mal unter uns. Wenn du keine Wache bist, wieso kenne ich dich denn nicht? Ich habe extra Fotos aller Anhänger von Puritas Cordis bekommen, die sich hier auf dem Anwesen aufhalten, damit ich keinen Unbefugten einlasse. Aber an dich kann ich mich nicht erinnern. Nimm doch mal die Kapuze ab, damit ich dich besser sehen kann. Ah, keine gute Idee, gar keine gute Idee. Wie komme ich da jetzt bloß wieder raus? Nein, du hast schon recht, Bruder. Offiziell bin ich nur eine einfache Wache, aber ich würde mich euch gerne anschließen. Sehr gerne, wenn du dich etwas gedulden kannst. Pat Charlton hat derzeit viel um die Ohren, aber ich kann dich später gern mal mit ihm bekannt machen. Ich werde auch ein gutes Wort für dich einlegen. Ich fürchte, so viele gute Worte kann er gar nicht für mich einlegen, dass Shelton mich nicht sofort wieder über den Haufen schießen würde. Ja, das wäre großartig. Okay. Wozu ist diese Luke da vorne eigentlich? Da geht's runter in den Vorratskeller. Hinter der Luke ist ein Kohlenschacht. Kohlenschacht? Kann ich da mal reinschauen? Ist eine neue Kohlenlieferung angekommen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Warum sollte ich die Luke dann aufmachen? Aha. Ja, stimmt. Ist eigentlich nicht nötig. Mist. Aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit, ins Haus zu kommen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Euer Anführer ist ein vielbeschäftigter Mann, oder? Ja, derzeit ist es besonders schlimm. Viele öffentliche Auftritte, dazu die Pressekampagne, Fernsehinterviews und so weiter. Er ist wirklich nicht zu beneiden. Dazu kommen einige wichtige organisatorische Sachen. Und dann funken uns ja noch diese Querulanten dazwischen, um die er sich auch noch kümmern musste. Doch egal, wie viel er zu tun hat, er ist immer freundlich und hilfsbereit, hat immer ein offenes Ohr für seine Anhänger. Aber wenn du erst einmal zu uns gehörst, dann wirst du selbst erfahren dürfen, was für ein großartiger Mensch er ist. Ja, ich kann es kaum erwarten. Und er hat ja auch noch diesen großen Plan, den es umzusetzen gilt, nicht wahr? Großer Plan? Welcher große Plan? Na, den mit New York. New York? Was soll das für ein Plan sein? Weiß er wirklich nichts von dem Plan mit der Flutwelle? Aber wie schafft es Shelton dann, diesen Plan umzusetzen? Der organisatorische Aufwand dafür muss doch enorm sein. Wissen die Leute allesamt nicht, was sie da gerade tun? Ach, ich hatte da nur was von einem großen Plan und dem UN-Hauptquartier in New York mitbekommen. Kann aber auch sein, dass ich mich da verhört habe. Keine Ahnung. Ich weiß von keinem solchen Plan. Aber was genau Shelton in seinem Turm ausheckt und wozu er die ganzen technischen Anlagen braucht, weiß hier eh kaum einer. Aber ich weiß es. Und ich weiß auch, dass ich irgendwie in diesen Turm komme. Und ich weiß erst recht, was ich dann mit Shelton mache. Vertrauen ist bei uns nun mal extrem wichtig. Wir wissen, dass wir unser Schicksal in seine Hände legen können, weil er uns beschützt. Das erfahren wir jeden Tag aufs Neue. Und das ist es auch, was uns zu den glücklichsten Menschen auf Gottes Erden macht. Ja, selig sind die geistig Armen. Aber wer will es ihnen verdenken? Sie suchen einfach nur nach etwas Halt und Sicherheit in einer Welt, die vor Unsicherheit zu zerreißen droht. Wenn wir Shelton aufhalten wollen, müssen wir irgendwie in diesen Turm kommen. Wie ist eigentlich egal. Es muss nur schnell gehen, bevor es zu spät ist. Ach, ja, das wissen wir alles. Nur mal rein theoretisch. Was wäre, wenn die Gefangene aus dem Gefängnis geflohen wäre? Dann würde der Wärter, der vor dem Gefängnis steht und für diesen Abschnitt zuständig ist, den Alarmknopf im Gefängnis drücken. Und wenn er das aus irgendeinem Grund nicht tun würde? Oh, das würde er mit Sicherheit. Pat Charlton legt sehr großen Wert auf eine ordnungsgemäße Erfüllung von Aufgaben. Und jeder hier kennt die Konsequenzen. Aber es könnte doch trotzdem sein. Nein, da kennst du Shelton schlecht. Und selbst wenn, ich gehe hier nicht weg, solange kein Alarm ausgelöst wurde. Sonst bin ich nämlich dran wegen Nichterfüllung meiner Aufgabe. Oh, okay. Toll. Ich muss mal wieder meinen Rundgang machen. Wir sehen uns später. Gott sei mit dir. Naja, und mit deinem Geiste. Freunde, ich habe so eine Ahnung, und zwar dieser Kohlenschacht, der ist mir ein bisschen ins Auge gefallen. Mal sehen, was man da so machen kann. Ja, die Zeit ist eh erreicht, deswegen mache ich hier Schluss und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem nächsten Teil. NFW bei 18, adieu.